Hallo, herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal. Jetzt wollen wir hier die Drohne hier draußen testen. Und ja, es geht leider ein leichter Wind. Ich hoffe, die Drohne kommt damit klar. Und das muss jetzt auch gleich mit Startpad mit funktionieren. So, jetzt habe ich den Akku hier. Pack es erstmal raus hier. Halt. Oben reingesteckt, die Antenne nicht erwischt mit, aufgepasst, ist eine Antenne dran. Ja, dann hier einfach eingeschalten und hier eingeschalten. So, nicht geschnackelt haben, müssen wir ausprobieren. Ja, ihr habt jetzt ja zwei Möglichkeiten zum Starten. Einmal diese Taste hier oder ihr bewegt euch die Knüppel so nach unten und so macht er Stopp. Oder bewegt diese Taste hier. Ja. So. Und zum Landen ganz einfach diese Taste runterdrücken. Also ihr könnt die Drohne komplett ohne Handy fliegen, das geht einwandfrei, aber wir wollen jetzt schauen, wie die Filme jetzt passieren. Man kann wirklich nur über das Handy streamen, schalte das WLAN ein. Ich mache jetzt auch nochmal einen Rekorder, Bildschirmrekorder an, damit wir sehen können hier, was jetzt hier Aufnahmen starten. Genau, ich mache jetzt das WLAN an, schaue mal nach, ob man die erkennt, ohne Internet davon verbunden sich. Das geht ratzfatz, wenn das einmal schon gemacht ist, dann ist es kein Problem, dann klappt das alles schon. Das hat mich mit was ganz anderem verbunden gehabt. Ihr seht, so jetzt ist es, denke ich mal, da irgendwas anderes hier. Ein WLAN in der Nähe. Jetzt muss ich das Ganze klappen. Jawohl, ich habe jetzt hier alles drauf. So, wir machen gleich mal ein Filmchen. Er nimmt auf hier. Und fliege es einfach mal so ein bisschen rum. Tropft die Nase. Eine schöne Scheinwerfer hier. So. Ich muss die Stufe 3 drehen, einstellen. Hier gesehen an diesem Knopf. Thank you.
war es mal hier den Key Return Knopf. Jetzt habe ich den Wittles Modus. Mir zu bringen. Ja, es ist wirklich gut hier. Wie gesagt, ich habe jetzt Wind. Das ist ein bisschen blöd. So, ah. Und einfach mal Land mal, ich nicht auskriegt hier. So. 24 Sekunden hier. Die ganze Sache. Ja, ich bin durcheinander gekommen. So, das muss die Stufe 3 schalten hier. Hier unten dran haben wir einmal den Flip, wir werden das nochmal ausprobieren. Ist das 2 Meter hoch hier. Und das war jetzt der Notausknopf, das war wieder schon lang gedrückt. Und schon flog die Drohne nach unten. Und noch weiß ich gerade. So, machen wir einfach mal ein Bildchen hier. Hier ist ein Höhenhaltesensor, das muss ich ganz vergessen. Hier ist mal in meine Richtung. Und die Tasten fürs Foto und Dinge können wir nur auf dem Handy auslösen. Mal ein Filmchen hier. So, das Flippen hat aber nicht so richtig geklappt. Kommt er zurück hier. Das hat geklappt, aber es ist wirklich so gut. Meine Richtung sieht jetzt nicht so gut aus hier. Ja, die Daten von dem Film werde ich euch dann noch zeigen. Die werden wir noch sehen hier. Ja, das sieht jetzt nicht aus. Einmal ja, das ist ein bisschen nervig. Jetzt habe ich einen Flip gemacht, das wollte ich noch ganz kurz drücken hier. Zeige ich euch nochmal hier. Flip. So, wenn man lange drückt, dann habt ihr vorhin gesehen, dann habt ihr Notausknopf. So, hier ist noch weiter weggefliegen. Mal sehen, wie lange ich hier noch Reichweite habe. So, jetzt habe ich hier
20 Meter und gehe ich auch mal in mein Zurückkommen hier. Ich kann jetzt gar nicht mal steuern hier. Ja, es ist ein bisschen. Das sind jetzt 30 Meter und da ist ja schon Feierabend. Ich sink mal einfach zu Boden und ja, ich muss jetzt holen. Also jetzt reichweitenmäßig. Ich messe es jetzt mal ab, ich laufe da einfach mal hin. Hi. So, jetzt bin ich wieder hier. Schaue ich mir eben mal gerade an, meine Aufnahmen hier, ob alle was geworden sind hier. Die Bildchen. Gut aus. So. Und hier hinten habe ich dann die Filme, die ja alles verwackelt. Das Problem natürlich ist, dass die Kamera eben nach unten zeigt. Und ja, sobald sie nach unten fliegt, habe ich hier müsste die einfach viel nach oben zeigen, die Kamera. Und ja, ich dachte, ich bin jetzt gespannt, was zu Hause von den Bildern, was da wird, den Auswertungen. Und ja, nette Drohne, wo man Drohnen fliegen kann, fliegen kann. Wie gesagt, es waren jetzt so 70 Meter, wo ich jetzt hier war, und das ist 60 Meter, ist halt doch irgendwo schon Feierabend, in Grenzen gesetzt. Wie gesagt, man kann natürlich keine Wunder erwarten hier. Und fliege jetzt eben noch eine kleine Runde. Wie gesagt, mit dem GoPlay hier. Und wünsche mir. Ich liebe am besten den Start hier. Kann man schön entspannt fliegen. Ich muss immer die Geschwindigkeit neu ausrichten, weil ich die Drohne neu einschalte, hat nicht die einzige Geschwindigkeit. Ich muss dann sehen, das ist auch gut eingeschafft. Fliegt genauso gut wie die alte Drohne. Wie gesagt, ich weiß nicht, was wir besser machen. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Das ist ein bisschen schwierig. Baum rein, neben zu halt. Ja, ich würde sagen, Reichweite so 50 Meter maximal. Das haben wir einen kleinen Film hier. Mehr nicht. Wie das ist eben halt wirklich eine Einsteigerkrone. Und wollte ich hier das Reisen will, dann wollte ich hier Mavic
DJI Mini 2 zulegen. Das ist einfach so. Aber wenn ich ein Einsteiger, das ist wirklich eine coole Krone. Wie gesagt, ist leider Kronennachweis, führerscheinpflichtig, irgendwas in der Kamera dran hat. Und hier. Läuft Not aus. So, hier noch mal hier. Fängt an zu blinken hier. So, trotz dass ich es eingeschaltet habe, blinkt der Akku hier. Das heißt, wir sind jetzt hier in Unterspannung geraten oder haben jetzt ein kleines Problem. Das heißt, wir werden jetzt mal das alles zusammenpacken und jetzt nach Hause gehen. Und dann werde ich das Video noch fertig schneiden. Und er muss selber noch ein bisschen gucken, dass ich schön zusammenschneiden wie vorher. Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß gehabt mit dieser schönen Drohne hier. Wie gesagt, Einsteigerdrohne, wer mehr erwarten muss, will, mehr will, der muss einfach mal Geld ausgeben. Okay, viel Spaß dann, ciao dann, bis zum nächsten Mal und ja, für dich.